Ich bin Janine und ich zeige euch heute mal mein absolutes Lieblingsstyling. Ihr habt euch bestimmt mal gefragt, wie Melanie Müller in ihren kurzen Haaren Locken reinbekommt. Ich zeige es euch heute. Ihr braucht dafür einen Clip, kurze Haare und einen kleinen Styler. Wichtig ist, dass der Styler nicht zu breit ist, damit ihr da ein bisschen Volumen reinbekommt. Dann nehmt ihr einfach hier unten die längsten Haare, die kurzen Teile unten so oder so raus und dreht es einmal vom Ansatz weg. So arbeitet ihr euch von rechts nach links oder von links nach rechts, nach oben rechts. Wobei ihr nur darauf achten müsst, dass ihr nicht zu dick abteilt, damit ihr richtig schön Volumen nach oben drin habt. Und das macht ihr so lange, bis ihr oben am Wirbel angekommen seid. So, dann sieht das ungefähr so aus. Ich weiß, es ist nicht schön, aber selten. Aber es passt nachher. Ihr müsst das Endprodukt sehen. So. Wenn ihr, so wie ich, an der einen Seite einen Sidecut habt, dann arbeitet ihr euch von der kurzen zur langen Seite rüber. Ihr könnt es aber auch machen, wie ihr wollt. Da seid ihr sehr flexibel nachher. Und da im Prinzip genau das Gleiche, wie hinten. Rein, im Ansatz drehen und rausziehen. Und es muss immer erst schlimm aussehen, bevor es gut wird. Vorne könnt ihr euch, ihr könntet das jetzt quasi nach hinten wegarbeiten oder nach vorne. Ich mache es nach vorne weg. Wenn ihr es nach hinten wegarbeiten wollt, arbeitet ihr im Prinzip von vorne nach hinten. Immer schön dünn abteilen, wie hinten auch. Und achtet immer drauf, dass ihr schön dünn abteilt. Habe ich hier an der Seite noch ein paar, die drehe ich jetzt quasi hier rüber. So würdet ihr das dann auch machen, wenn ihr da mehr Haare habt als ich. Einfach reingehen, am Ansatz drehen und langsam rausziehen. Das ist eine reine Übungssache. Da macht wirklich Übung den Meister. Dann nehmt ihr einfach eine Bürste, kämmt das einmal durch. Schön Locken wieder rauskämmen. Dann benutze ich gerne Sprühwachs. Ihr könnt auch ganz normales Wachs nehmen. Sprüht das großzügig auf. Und verteilt das dann richtig schön mit den Händen. Und hier könnt ihr auch ganz flexibel sein. Ihr könnt im Prinzip den Pony nach hinten weg machen oder den zur Seite nach unten weg machen, wie ihr das gleiche mögt. Da ist eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. So.
Zu jedem Styling gehört ein gutes Haarspray. Nochmal einen Final Check. Haben wir ganz gut hinbekommen. Das ist mein Lieblingsstyling. Ich drehe mich nochmal für euch. Und so kann man auch mit Feinhaar ganz viel machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.